Gegen Herzrhythmusstörungen gibt es auch noch eine neue, andere Behandlung. Und auch die wollen wir uns jetzt anschauen. Bis Karin Scheidt ihr Vorhofflimmern endlich in den Griff kriegte, musste sie einen langen Behandlungsweg zurücklegen. Bei mir hat es so angefangen, dass ich etwa vor 20 Jahren das erste Mal das gespürt habe. Das ist so, wenn ich irgendwie im Ausgang war und ein bisschen getanzt habe, vielleicht auch noch ein bisschen Alkohol getrunken habe, ist es so wie ein Flash so ein bisschen aufgekommen. Das Herz hat ganz schnell geschlagen und dann ist es wieder weg. Dies änderte sich, als Karin Scheidt im 7. Monat schwanger war. Das Vorhofflimmern hörte nicht mehr auf und musste medikamentös mit Beta-Blockern, Antiarrhythmika und Blutverdünner behandelt werden. Ich konnte arbeiten und machen, aber es ist einem unwohl. Man schwitzt, ja, man mag das nicht. Also Stegenlauf muss man anhalten und warten. 2009 entschied sich Karin Scheidt für eine Katheterablation, der noch zwei weitere folgten. Keiner dieser drei Eingriffe halfen ihr weiter. Ich bin zeitweise fast kollabiert. Ich hatte Hülser bis zu 190. Es war mir einfach nicht mehr wohl. So. Ich konnte nicht mehr mit meinen Kindern Sachen machen, die ich wollte machen. Der Zeitpunkt war gekommen, um auf eine neue Methode umzusteigen. Erst nach intensiver Suche im Internet stieß Karin Scheidt auf die chirurgische oder thorakoskopische Ablation, bei der die Lungenvenen von außen verödet werden. Die thorakoskopische Ablation wird beim narkotisierten Patienten in Vollnarkose gemacht. Wir gehen zuerst auf der rechten Seite rein, 5 mm Inzisionen, um unser Instrument am Herz applizieren. Das ist die Klemme, die Radiofrequenzklemme, mit der wir jetzt Strom applizieren und somit die Lungenvenenisolation erzielen. Jetzt sehen wir hier, wie wir in den Herzbeutel hineingehen und wie die Klemme auf dem Herz appliziert wird. Das ist ein 50 Watt, die abgegeben werden, kontrolliert, keine Kollateralschäden werden verursacht und die weiße Linie ist dann zwischen der Lungenvene und dem Herz als Isolationsnarbe vorhanden und sorgt dafür, dass der elektrische Impuls, der störende, hier bleibt und das ganze Herz nicht ins Vorhofflimmern versetzt. Die chirurgische Ablation ist für Patienten, die eine komplexe Vorhofflimmergeschichte haben, sehr gut. Insbesondere Patienten, die schon mehrere Katheterablationen hatten. In diesem Fall können wir dem Patienten wirklich helfen, weil wir mehr von dem Vorhofflimmersubstrat eliminieren können. Das erneute Auftreten von Vorhofflimmern ist auch nach der chirurgischen Ablation nicht auszuschließen. Mit wiederholten Langzeit-EKGs kann aber der Arzt die Stabilität des Resultats prüfen und über die bestmögliche Medikation entscheiden. Es sieht eigentlich alles gut aus. Ich nehme noch einen Beta-Blocker. Ich habe einen körperlichen Aufbau gemacht mit Physiotherapie. Es ist mir wohl. Es ist ein neues Leben. Herr Salzberg, wie viele von diesen Eingriffen machen Sie? So zwischen 30 und 50 im Jahr. Und jetzt konzentriere ich mich vor allem darauf, was ich nehme an, das wird zunehmen. Ja, ja. Jetzt, die Patientin muss ja trotzdem Medikamente nehmen. Wieso denn das? Weil sie Bluthochdruck hat und der muss kontrollieren mit einem Medikament. Also mit dem Eingriff, den Sie machen, haben wir den Blutdruck nicht geheilt. Haben wir den Blutdruck nicht geheilt? Und aus Vorhofflimmern kann man eigentlich nicht heilen? Wir haben es nicht geheilt. Wir haben die Progression des Vorhofflimmern gebremst und wir haben dafür gesorgt, dass sie eine effiziente Lungenvenenisolation hat, sodass das Vorhofflimmern das Herz nicht mehr in ein Chaos versetzt. Und dass die Folgeschäden minimiert werden. Also, sprich Hirninfarkt, das wir vorher besprochen haben. Herr Oswald, wie sehen Sie die Methode? Ich glaube, da muss man aufpassen mit dem Hirninfarkt. Das ist auch bei unserer Technik so. Die Hirninfarkt verhindert man durch Blutverdünnung. Und selbst wenn das Risiko hoch ist für einen Hirninfarkt, weil der Bluthochdruck da ist, eine Diabetes, Arteriosklerose, dann tun wir die Blutverdünnung auch nach erfolgreicher Ablation nicht absetzen, weil die Patienten von der Blutverdünnung weiterhin profitieren. Wenn man die Methoden miteinander vergleicht, muss man sagen, es ist im Prinzip das Gleiche. Die Chirurgen machen es von außen, wir machen es von innen. Für uns ist der Zugangsweg etwas einfacher, weil wir gehen durch die Venen drauf. Die Chirurgen müssen von außen durch die Lunge, brauchen eine Vollnarkose. Patienten sind ein bisschen länger im Spital. Also ich denke, Katheterablation ist heute nach wie vor
Das ist die klassische Methode. Und wenn wir jetzt beispielsweise die Zahlen anschauen von einer Heilung, dann können wir sagen, wir erreichen dort in 80-90% von allen Patienten eine Heilung. Das heisst aber auch, dass wir in einem Drittel der Patienten ein zweites Mal dran müssen, um eine Lücke zu schliessen. Aber ich bin mit Herrn Salzberg völlig einverstanden, wenn man zwei, dreimal dran war und es geht nicht, ist das natürlich eine sehr effiziente Technik. Zum Preis von einem grösseren Aufwand. Das heisst, Patienten müssen richtig selektioniert werden. Ja, das ist das A und das O. Und ich sehe es jetzt, seitdem ich mich auf die Eingriffe konzentriere. Die Hälfte der Patienten, die zu mir in die Sprechstunde kommen, für so einen Eingriff, die operiere ich nicht. Die kriegen eine Katheterablation wie beim Professor Oswald von meinem Kollegen. Somit ist wirklich Patientenselektion das A und das O. Wir haben ganz viele Sachen jetzt besprochen. Vielleicht noch zum Schluss, auf was müssen wir jetzt schauen? Vor allem, ich denke, der Zuschauer ist geblieben, das Demenzrisiko. Was können wir machen, damit wir möglichst risikoarm leben? Im Prinzip gesund leben. Das ist eine einfache Formel. Das beinhaltet, man muss den Blutdruck kennen. Wenn er zu hoch ist, muss man sich sehr viel bewegen, gesund essen, auf ein normales Gewicht achten. Wenn das nicht reicht, dann sollte man ein Medikament einsetzen. Und vor allem nicht rauchen natürlich, das ist ein zusätzlicher Schaden. Das heisst, dass wenn man das alles befolgt, dann tut es hinten raus ein bisschen länger und ein bisschen besser anheben. Ja, haben wir etwas vergessen? Ich glaube, ich schließe mich dem Ganzen. Sie leben auch so oder noch? Probiert man, gibt es das Beste. Ja, machen Sie es auch? Ja. Ja. Kann ich nicht etwas predigen, das ich nicht befolge. Das ist genau richtig. Danke schon vielmals. Es war eine ganz spannende Diskussion.